Herzlich willkommen zur FNOT News Show. Wie immer mit Frank und Fefe. Schön, dass wir alle in den Saal gepasst haben, ausnahmsweise. Ich kann ja nicht glauben, dass das da hinten nicht die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährdet. Also unglaublich. Ich habe nichts gesagt, weitermachen. Also wenn wir das Winken von da hinten richtig deuten, nicht stampfen bitte. Gut, wir fangen das Jahr an mit einem Klassiker, nämlich dem Franz Josef Strauß Bailout Award, den wir letztes Jahr verliehen haben und dieses Jahr haben wir ihn aus aktuellem Anlass einfach eingespart. Weil Rezession und so. Ja, kostet zu viel Geld, so ein Award muss man auch immer wieder irgendwie finanzieren und refinanzieren und so, und da war halt nicht so viel zu holen. Insofern, außerdem haben wir festgestellt, es gab eigentlich ja nicht so richtig eine Notwendigkeit für Bailouts, sondern was es wirklich gab, war ein Bullshit-Bingo-Wettbewerb, der eigentlich nur darauf abzielte, die jeweiligen Währungen um die Wette fallen zu lassen. Also wenn man sich das so angucken soll. Exportoptimierung ist das Schlagwort. Genau, Exportoptimierung. Die Preise nach unten drücken, dafür sorgen, dass die jeweilige Währung schön billig wird. Und also im Ausland, ja. Wenn man unsere Währung abstürzen lässt, wird, wenn wir was kaufen, alles teuer. Aber wenn andere von uns kaufen, wird es für die billig. Keine Ursache. Sprach da gerade ein China-Produzent? Weil die Chinesen waren ja immer diejenigen, denen es bisher vorgeworfen wurde, dass sie ihre Währung künstlich verbilligen und dafür sorgen, dass ihr Kram billiger exportierbar wird. Und nachdem es irgendwie offensichtlich sinnlos war, dagegen anzustinken, haben alle anderen großen Währungsblöcke offensichtlich dieses Prinzip übernommen und fangen jetzt einfach auch an, ihre Währung abzuwerten. Deswegen dieses Jahr kein Bailout Award. Wir haben da aber noch so ein paar interessante Bits aus der Finanzindustrie gefunden. Zum Beispiel ist ja immer so die Frage, wo kommt denn eigentlich dieses ganze Geld her, diese ganzen Milliarden, Trillionen, Billionen, die da immer so durch die Gegend geschaufelt werden und irgendwie müssen die ja herkommen. Fantastilliarden. Irgendwo herkommen. Ne? Und da haben wir halt diese beiden vertrauenswürdigen Herren, nämlich den Finanzminister und den Präsidenten der Federal Reserve, die halt versichern so, also wir drucken auf gar keinen Fall Geld, das tun wir nicht, das passiert einfach nicht. So, naja, it's a myth. It's a myth, genau, da machen wir nichts. So, leider haben die im letzten Jahr genau demselben Interviewer in genau derselben Sendung das genau Gegenteil gesagt. Ja, naja, wahrscheinlich haben sie darauf spekuliert, dass die Erinnerungsfähigkeit kurz ist. Aber ja, ich meine, so darauf zu spekulieren, dass irgendwie die Menschen sich nicht so gut erinnern, ist ja immer eine Kerneigenschaft von Diplomatie, deswegen haben wir so einen kleinen Track dieses Mal drin zum Thema diplomatische Finessen. Auch den Leuten erzählen, was man glaubt, was sie hören wollen. Ja, es geht ja gar nicht so um Wahrheit oder Nicht-Wahrheit, sondern Politiker erzählen gern, was sie glauben, was die andere Seite hören will. Ja, und da haben wir ganz vorne mit dabei bei der Diplomatie ist natürlich auch, dass man seinen Partner gut behandelt, insbesondere wenn die Presse zuguckt. Genau, den roten Teppich ausrollt und dafür sorgt, dass irgendwie alles schön ist und alle freundlich grinsen so. Und dann gibt es manchmal so ein paar kleine Fuck-ups. Zum Beispiel haben wir hier den Dalai Lama beim Verlassen des Weißen Hauses. Der musste durch den Mitarbeitereingang rausgehen, an den Mülltonnen vorbei, weil man nämlich Angst hatte, dass China das negativ bewerten könnte, wenn man ihn durch den Haupteingang rein und rauslässt. Und da konnte ja niemand mitrechnen, dass die Presse sich auch da hinten hinstellt. Ja, auch die neue indische Botschafterin hat dann irgendwie auch gleich Erfahrung mit der besten Seite der Amerikaner gemacht, nämlich mit der TSA, the best and finest. Die Flughafen-Security. Und die hat einen Extended Pat-Down gekriegt. Wer das nicht verfolgt hat, die ist einmal abgegrapscht worden und zwar aus allen Himmelsrichtungen. Also man muss schon sagen, so, wenn man das Foto dann bei ihrer Übergabe ihrer Beglaubigungsurkunde an den Präsidenten anguckt, dann muss ich doch offensichtlich noch irgendwie sehr diplomatisch verhalten hat. Wir haben oben rechts immer so Hillary Clinton, wie sie wahrscheinlich dabei reagiert hat, als sie diese Nachricht bekommen hat. So. Also normalerweise müssen wir ja wirklich suchen, um so ein Bild von einer Würdenträgerin zu finden oder einer Politikerin, wo sie mal so ein bisschen verrückt aussieht. Aber bei Hillary ist es eher schwierig, ein Bild zu finden, wo sie nicht wie gerade total. Also ja, und ganz einfach. Diplomatie ist ja auch immer so die Kunst des Ausgleichs und wenn man halt
den Indern so eine kleine Schmach antut, dann muss man natürlich auch den Pakistanis, nicht, dass sie sich dann irgendwie anders behandelt fühlen. Und da keiner soll sich hier benachteiligt vorkommen. Und naja, und da ja immer gesagt wurde, die Pakistaner, dass bei denen sich ja noch jemand versteckt, den alle Welt sucht, so gab es dann auch eine schöne Illustration zu diesem Thema. Die waren übrigens auf Einladung von CENTCOM da, das ist die US-Militärabteilung, die für Indien und Pakistan zuständig ist. Das heißt, die sind nicht von sich ausgekommen, sondern auf Einladung auch noch. Ja, und auch eine politische Delegation aus Pakistan hat dann genau denselben, wie war es, die wollten? Nee, also die Militärs, die haben den Fehler gemacht, dass einer von denen an Bord des Flugzeugs gesagt hat, hoffentlich ist das der letzte Flug, und er meinte halt, auf dem Trip, und die Flugbegleitung meinte in seinem Leben und dachte, der will sich jetzt in die Luft sprengen. Und es gab auch noch eine zivile Delegation, das waren lauter Politiker, Parlamentarier, denen wollte man eben Freundschaft und Anerkennung zeigen, genau. Und das hat man erstmal anhand von Nacktscannern gemacht, woraufhin die umgedreht sind. Also so viel Arsch in der Hose haben die dann schon gehabt, dass die einfach gesagt haben, nö, dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, Indien, Pakistan ist ja immer für allerhand lustige Geschichten gut. Unter anderem gab es ja da gerade diesen WikiLeaks-Vorfall, von dem ihr vielleicht gehört habt. Und der wird natürlich nur noch in allen möglichen Weltgegenden dazu benutzt, um Geschichten zu erfinden. Und da gab es jetzt ein schönes Ping-Pong zwischen Pakistan und Indien, die jeweils voneinander behauptet haben, es gäbe da halt so WikiLeaks-Nachrichten, die wiederum belegen, dass die andere Seite wiederum Terroristen in ihrem Land finanziert hat. Und wir haben als Illustration mal ein Foto von einem pakistanisch-indischen Grenzübergang gewählt. Wir hatten da gerade kein Video in entsprechender Kürze. Die machen da jedes Mal so ein Ritual, wo die so halt so aufeinander zumarschieren und so mit diesen lustigen Uniformen und diesen ganzen Dingen. Und dann, wenn man die Python kennt, wird das nächste Foto schätzen. Genau. Ja, diese Botschaftsdepeschen waren nicht nur für Indien und Pakistan ergiebig, auch bei uns gab es ja da Klatsch und Tratsch. Und eine der Meldungen war eben aus dem Außenministerium, da hieß es dann von, ich weiß nicht, ob es Westerwelle persönlich war oder einer seiner Mitarbeiter, jedenfalls hieß es, naja, also wenn dieser Sarkozy beteiligt ist, da weiß man ja nie, was dann passiert. Und wir haben das mal ein bisschen zu illustrieren versucht hier. Und bei der Gelegenheit zeigen wir auch gleich mal, worum es eigentlich in politischen Verhandlungen eigentlich so geht. Ja. Also man fängt halt klein an. Andere Führer haben dann andere. Also jemand darf dabei natürlich nicht fehlen, ne? Und auch die Chinesen können natürlich nicht zurückstecken dabei. Aber am Ende ist natürlich klar, wer gewinnt. Also es gibt dann so Regionalpolitiker, die bei solchen weltumspannenden Diplomatie-Sachen auch mal mitspielen wollen oder die Gesten abgucken, das klappt nicht immer. Die müssen dann auch so ein bisschen üben, dass das dann halt so geht. Ja, wir haben ja schon immer überlegt, so wie Angela Merkel denn so die Männer wählt, die mit ihr zusammenarbeiten. So. Und die hat ja dann neulich ihren Regierungssprecher gefeuert, beziehungsweise... Naja, oder befördert. Befördert, genau, und zwar zum Intendanten des Bayerischen Rundfunk ernannt, oder wie auch immer das ging. Ja, also da sieht man die klare Unabhängigkeit der deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, ja, die deutlich ist, unterstrichen. Ja. Es gab auch gleich die Gegenbewegung dazu. Also wie das so ist, ich meine, heißt ja immer, erfolgreiche Männer legen dann ihre Ehefrauen ab für jüngere Exemplare, das funktioniert andersrum auch, wie man sieht. Genau, also Angela Merkels Neuen, der ist halt so, und man beachte ihren Man beachte Merkels Gesichtsausdruck. Ja, eine der wichtigen Aufgaben für Regierungssprecher ist natürlich auch Feedback einzusammeln, wie denn so der
die Politik der Politiker so ankommt. Und in modernen Zeiten bedient man sich dazu natürlich auch der Medien und des Internets, und auch Minister müssen sich natürlich dementsprechend dem aussetzen. Und man kann natürlich ein bisschen nachhelfen. Wir haben hier dieses schöne Exemplar gefunden an der Berliner Morgenpost, wo man sich zwischen verschiedenen Optionen entscheiden konnte. Ich vermute mal, es ist einfach so für die Unentschlossenen unter uns, die dann halt einfach nicht so richtig wissen, so, aber ja. Ja, eine weitere Aufgabe der Medien ist ja auch, oder der Pressearbeit von Regierungen ist ja auch, dass man versucht, die Nachrichten so zu beeinflussen, dass sie nicht so negativ sind, wie es verdient wäre. Und die beste Methode dafür ist, dass man sie einfach an den Zeitpunkten passieren lässt, wenn die Bevölkerung abgelenkt ist. Und da bot sich dieses Jahr eine sehr gute Gelegenheit in Form der Weltmeisterschaft. Genau, und wir haben mal so ein bisschen geguckt, was während der Fußball-Weltmeisterschaft denn so verbuddelt wurde. Also es gibt da diesen schönen Terminus in der PR, das Burying. Da haben wir auch eine schöne Illustration für gefunden. Und ist doch erstaunlich, wenn immer die große Mehrheit der Menschen abgelenkt ist, werden eine ganze Menge Sachen einfach durchgebracht, die irgendwie sowieso schon öffentlich werden müssten, aber naja, wo man eigentlich nicht möchte, dass so viele Leute sich darüber aufregen, und die verbuddelt man dann zu Zeiten, wo andere Nachrichten die Nachrichtenlage dominieren. Das heißt, es lohnt immer bei solchen Gelegenheiten, sei es mit Fußball-Weltmeisterschaften oder Meldungen, wo die gesamte Presse immer dasselbe sagt, nachzuschauen, was passiert denn noch so? Also was sind die kleinen Meldungen, die am Rande unten rausfallen, die so nur gerade so im Ticker erwähnt werden? Und da waren halt so Sachen wie halt irgendwie ein Staatsvertrag, da waren die SWIFT-Verhandlungen mit den USA, da wurde das Sparpaket durchgebracht. Das ist eben alles während der WM. Und wenn man gerade nichts zur Hand hat, dann kann man natürlich gucken, dass der Zeitpunkt so optimiert ist, dass gerade alle eigentlich gute Laune haben und Sündenvergebung angesagt ist. Oder niemand sowieso an Nachrichten interessiert ist. Oder keiner Nachrichten guckt. Und was bietet sich da mehr an als Weihnachten, genau. Und bei Weihnachten gab es als Weihnachtsüberwachung den S21-Untersuchungsausschuss. Die Befragung von Mappus ist 2 Tage vor Weihnachten geworden. Und wir können ja mal eine Umfrage machen. Wer hat mitgekriegt, wie die... Was er da gesagt hat? Was Mappus gesagt hat. Entfingau? Ja. Oh. Naja, immerhin. Und wie viel also davon... Natürlich sind wir repräsentativ, noch immer. Und wer von euch kommt nicht aus Stuttgart? Ja. Ich meine, der es mitbekommen hat. Da lichtet sich die Herde. Ja, also zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft gab es natürlich dann noch noch so eine Ergänzung, nämlich dass wir haben ja dieses Jahr einen Abgang von der politischen Bühne zu beklagen, nämlich den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, der uns ja durch lange Jahre durch treues Phrasendreschen begleitet hat. Ach, Freiberg ist abgetreten. Okay, na gut, also Wendt bleibt uns noch erhalten. Der hat dieses Jahr dieses tolle Juwel abgeliefert, der hat nämlich gefordert, also die Polizei ist jetzt wirklich von den Kasseltransporten so durch. Fußball geht jetzt nun echt nicht mehr. Aber ganz populäre Forderung in Deutschland. Irgendwie ging nicht so richtig durch, so, naja. Und wenn man gerade nichts hat, wo man Sachen verbuddeln kann, dann hilft es manchmal, selber Sachen einfach herbeizuführen. Und da bietet sich natürlich in den letzten Jahren Terrorpanik an. Ja, also hier haben wir eine wirklich erstklassige Bildtitelzeile, nämlich die Einleitung zur Innenministerkonferenz. Also ihr erinnert euch dunkel so, da gab es diese Terrorpanik, Koffer, Briefbomben, was auch immer gerade da war. Am Ende stellt sich heraus, war alles nichts, außer, glaube ich, die eine Briefbombe von irgendwelchen griechischen Anarchisten an die Kanzlerin. Und Deutschland im Alarmzustand und so weiter. Und das war tatsächlich nichts weiter als die Begleitmusik zur Innenministerkonferenz. So, also wer immer dachte, so mit dem Messias neue Zeiten und so, ist also zumindest dieses Stilmittel lässt er sich dann doch nicht nehmen. Die Terrorpanik faltete sich ja doch so innerhalb von 2 Tagen wieder weg, nachdem die Innenministerkonferenz dann vorbei war. Also normalerweise simulieren sie dann noch so eine Woche, das war schon Ziel also, für ein Bahnbrechen, würde ich sagen. Ja, sie haben nicht mal mehr, also mehr kostet wahrscheinlich. Das ist auch Teil des Sparpakets wahrscheinlich, ne? Aber interessant waren ja die Details dieser Terrorpanik, ne? Also, war ja so, dass die da standen ja plötzlich überall Polizisten mit Maschinenpistolen auf den Bahnhöfen. Und was du es erst erzählt hatte? Ja, ich war in so einem Bahnhof vorgestern, und da standen wieder Polizisten mit Maschinenpistolen. Ich ging dann hin und meinte, war das nicht abgesagt jetzt mit dem Terror? Und dann meinte ich so, nö, Terror ist immer.
Dann interessant ist man dann kann auch ganz gut beobachten, wo die stehen. Also genau. wenn ich hier nämlich mit der Bahn in die Stadtmitte fahre, dann stehen die Polizisten morgens so, dass man sie auf dem Bahnsteig hat in Richtung Stadtmitte. Und abends stehen sie auf dem Bahnsteig, der aus der Stadtmitte kommt, wo die Regierung sitzt. Also die stehen genau da, wo die Mitarbeiter des Bundestages sie sehen, wenn sie zur Arbeit fahren oder von der Arbeit wiederkommen. Da geht es überhaupt nicht um die Bevölkerung, sondern das ist nur... Also immerhin sorgen Sie dafür, dass Ihre Mittel effizient eingesetzt werden, um das psychologische Ziel zu erreichen. Das muss man sagen. Die CDU kann dem mit Geld umgehen. Warte, vielleicht ist das die vielgerühmte Wirtschaftskompetenz. Ja. Ja, auch sehr beliebt ja gerade ist, gestern kam ja diese lustige Meldung, dass unsere Bundesregierung wieder ganz schrecklich von China-Trojanern überfallen wird und naja, so die üblichen Dinge. Also sie haben entdeckt, dass China jetzt auch Internet hat und es auch benutzt. Das war jetzt eigentlich zu kurzfristig, deswegen haben sie es nicht mehr in den nächsten Award geschafft. Wir haben nämlich einen neuen Award und zwar den Dick Clark Award für Cyberbullshitting. Also Dick Clark ist der Herr im Anzug. Der war... Der war unter Clinton der Cyber-Security-Obermufti und hat damals noch so halbwegs vernünftige Dinge gesagt, so ansatzweise so für seinen Job. Hat dann aber, nachdem er dann in die Privatwirtschaft gegangen ist und eine Beratungsfirma gegründet hat, ist er dann auf die ganze Digital Armageddon... Dauertournee in die Talkshows gegangen. Gegangen, ja. Und daher hat er es verdient, dass er diesen Award benannt hat. Also ein Kandidat, den wir da haben, ist unser allseits beliebter BKA-Präsident Zierke, der erstmal fordert, dass die ISPs die Computer vor den Viren schützen sollen, bevor sie sich ans Netz lassen. Und wir brauchen unbedingt hardwarebasierten Schutz vor Identitätsdiebstahl. Also man sieht, die Worte sind schon angekommen, aber noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja, auch die Presseabteilung des BSI ist oft sicherlich ein heißer Kandidat dafür, die ist denn mit solchen Dingen ausgefallen. So, also hier ging es wieder mal um den elektronischen Personalausweis, wo sie dann meinten, ja, also zusätzlich... Also es ist ein bisschen unklar, ob sie den Bundestrojaner meinten oder... Aber gewonnen hat den Award dieses Jahr auf jeden Fall die US Army Cyber Warfare Abteilung. Denn die haben eine Terroristen-Anwerbeseite abgeschossen als Teil von den Aufgaben, von der sich dann herausstellte, dass es ein Honeypot der CIA war. Und man denkt ja immer so, naja, so US Army Cyber Warfare, hey, die müssen bestimmt was drauf haben. Und die ganze Sache ist nur deswegen aufgeflogen und bekannt geworden, weil sie bei der Gelegenheit noch 300 andere Server in Saudi-Arabien, Deutschland und Texas abgeschossen haben, die irgendwie nebenbei noch so mit draufgegangen sind, weil sie offensichtlich... Kollateralschaden. Man kennt es ja so, wenn US Army anfängt mit Krieg, so dann gibt es halt Kollateralschäden. So eine IP-Streubombe. Ja, wo wir gerade bei Awards sind, ein Klassiker, den wir haben, ist der Richard M. Nixon Lame Excuse Award. Und da haben wir ein paar wirklich schöne Kandidaten dieses Mal. Ich glaube, es war eigentlich gar nicht meine Idee, das will ich gleich mal dementieren, es war nicht meine Idee, ich distanziere mich davon, Wikipedia-Bashing ist total lame, das machen wir eigentlich nur in Randfällen. Aber als Wikipedia, der Schatzmeister zurücktrat von Wikimedia, also dem Verein, der die deutsche Wikipedia spendenmäßig versorgt, als der Schatzmeister dann zurücktrat mit der Begründung, ihm seien ja die Hassmails, weil alle Leute sie mit Wikileaks vergleichen, zu viel geworden. Verwechseln. Sie werden verwechselt. Also das ist halt, also ja, irgendwie scheint da die Öffentlichkeit immer nur Wiki und dann ist Wiki und das Wikileaks, Wikipedia, Wikiterroristen und so. Und auch die Wikipedia... musste, sah sich dazu genötigt, da irgendwie etwas
klarzustellen. Aber naja, wir finden es irgendwie schon eine ziemlich lahme Ausrede. Wahrscheinlich ja, da weiß man, was Sie mit Freiheit von Wissen meinen, ne? Ja, dann immer ganz vorne mit dabei, wenn es um lahme Ausreden geht, sind natürlich Versicherungen, wenn sie nicht zahlen wollen. Und das Krasseste war dieses Jahr eine Versicherung, die einem amerikanischen Soldaten, Ein britischer Soldat hat eine Kopfschusswunde von einem Kampf gegen die Taliban. Und die Versicherung hat ihm die Hilfeleistung verweigert mit der Begründung, es sei ja nur eine Fleischwunde. Das mussten wir gerade. Ja, komm hoch, es geht weiter. Was? Ja. Ich glaub, mich dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Es soll nur eine Fleischwunde. Ungefähr so muss man sich dann wohl dieses Versicherungsgespräch vorstellen. Ja, auch noch großartig war die thailändische Regierung, die hatte bei den Auseinandersetzungen, da gab es ja Tote. Und also diese Demonstranten, die erschießen sich da einfach alle gegenseitig. Das waren nicht wir, nein, die erschießen sich gegenseitig. Es sind also auch keine Liquidierungen von oppositionellen Generälen oder so, nein, also die erschießen sich da einfach nur gegenseitig. Ja. Auch sehr schön dieses Jahr, so ein bisschen so in den Kanon aufgenommen, ist ja die Entschuldigung mit dem Datenschutz. Also die Bundesregierung hat es mit dem Datenschutz jetzt auch verstanden und sie verweigerte zum Beispiel der Opposition die Einsicht in die Berechnung der Hartz-IV-Sätze aus Datenschutzgründen. Also so offensichtlich lernt die Regierungspartei mittlerweile auch von der Internetbewegung, insbesondere von den Piraten, weil die haben ja den Trick mit dem Datenschutz beim Liquid Feedback neulich ausprobiert gehabt, als sie meinten, so, naja, so nee, das mit dem Liquid Feedback können wir leider noch nicht einschalten, wegen dem Datenschutz. Und wir haben natürlich auch versucht zu gucken, wer lernt dann da noch so. Die CSU hat eine andere Variante von Liquid Feedback, die sieht dann so aus. Wie wir hörten, soll sie sehr populär sein, populärer als das eigentliche Liquid Feedback, aber immerhin, ich meine, sie nähern sich uns, ne? Und auch sehr schön war die kreative Ausrede des polnischen Innenministers zum Hochwasser. Der meinte also, die Biber sind schuld. Ja? Wir haben ein Exklusivbild von einer geheimen polnischen Gegenmaßnahme gegen diese Biberplage. Ja, also es gibt manchmal so Sachen, da sollte man denken, die sind so verfahren, da kann man sich nicht rausreden. Eine war zum Beispiel ein Fall, da ist in England in einem Park ein Mann angestochen worden und hat die Polizei gerufen. Und die Polizei ist gekommen und hat ihn erstmal verprügelt. Moment. Und die Briten haben ja nun mehr Überwachungskameras als Einwohner. Und so war diese Szene gut sichtbar auf CCTV-Überwachung. Und dann hat also die Presse den Polizeipräsidenten darauf angesprochen, was er denn jetzt zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. Und er sagte dazu, CCTV-Images never show the whole story. Man achte auf diesen roten Balken unter dem Video, wo steht: This video contains some disturbing images. Ja, also die öffentliche Hand ist ja schon nicht schlecht, wenn es um lahme Ausreden und dämliche Erklärungen geht, aber an privatwirtschaftliche Unternehmen kommt da keiner ran und in diesem Jahr hat sich besonders BP da hervorgetan. Da gab es dann nämlich unter den Strandbrigaden, die das Öl vom Strand wegräumen sollten, zunehmend Krankheitsfälle und Leute haben sich schlecht gefühlt und da hat die Presse dann den CEO von BP zu befragt und der meinte: Food poisoning is clearly a big issue. Und ist alles eine Ernährungsfrage. Und dafür bekommt er dann auf jeden Fall den Lame Excuse Award für dieses Jahr. Man muss dazu wissen, die Lebenserwartung von Leuten, die beim letzten großen Öldesaster, nämlich bei der Exxon Valdez, aufgeräumt haben, beträgt 51 Jahre. Also selbst unter den mickrigen Bedingungen der Amerikaner ist es mindestens 25 Jahre zu wenig. Und das ist übrigens weniger als die Tschernobyl-Aufräumer hatten. Also das ist echt nicht ungefährlich, so ein Oldspiel aufzuräumen. Ja.
Ja, wir haben noch einen, den wir noch erwähnen wollten, auch wenn sie den Preis nicht kriegen. Ja, die Chinesen lernen halt auch. Und zwar gab es da eine Geschichte, die haben... Sie nähern sich langsam der Pressearbeit, weil sowas wie Presse ist ja noch keine alte Erfahrung an der Stelle. Dafür gibt es halt wenigstens eine ehrenhafte Erwähnung. Also die Polizei hatte halt eine Frau verprügelt und zwar ziemlich lange und haben dann erst hinterher festgestellt, dass sie irgendwie die Frau eines höheren Funktionärs ist. Und kamen dann zum Schluss, das war a complete mistake, sorry. Also sie haben übrigens, also sie haben sich nicht entschuldigt für das Verprügeln, sondern dass sie diese Frau verprügelt haben. Ja? Ja, also die Chinesen sind ja ohnehin nicht so besonders zimperlich, wenn es um ihre Dissidenten geht. Hier diesem Dissidenten-Ehepaar haben sie das Haus abgerissen. So. Also so, offensichtlich dachten sich, na, was die Israelis können, können wir schon lange. Haben dann halt angefangen, da das Haus wegzubuddeln. Also worauf wir eigentlich hinaus wollten an der Stelle ist, wenn Dissident da steht, kann man eigentlich davon ausgehen, es handelt sich um China. Ja, bei China sind es immer Dissidenten, bei Weißrussland sind es immer Regierungskritiker oder Oppositionelle. Genau. Und also sind immer politische Hintergründe jedenfalls. Wir müssen hier noch die Erwähnung, erzählen wir noch eine schöne Geschichte. Genau. Die Erwähnung der, also gab ja gerade Wahlen in Weißrussland und danach sind halt irgendwie hunderte Oppositionelle eingeknastet und verprügelt worden und die Demonstrationen verhindert. Also es war halt, die sehen da gerade nicht sehr demokratisch aus. Und, aber immerhin muss man sagen, sie haben von den Chinesen, was so kreativen Umgang mit Dissidenten angeht, gelernt. Sie haben nämlich den großen Platz, wo die Opposition demonstrieren wollte, jetzt beim Winterwetter schlicht geflutet und eine große Eisbahn verwandelt, dass dann niemand demonstrieren konnte. Und die Opposition ist dann mit Salz angerückt. Ja, diesen Punkt, wie nennt man denn jetzt so die Leute, die demonstrieren, so in den unterschiedlichen Ländern und je nachdem, wie die Tagespolitik es gerade so diktiert, finden wir zunehmend interessant. Also wie gesagt, was Fefe ja gerade sagte, wenn es so Osteuropa oder so Weißrussland oder so ist, dann sind es halt Regierungskritiker oder Oppositionelle. So, und wenn es hier passiert, ja, dann sind es dann randalierende Demonstranten, Autonome oder sonst wie, was gibt es noch so, Reisechaoten findet man dann so in der Springerpresse. So. Also da muss man immer mal ein bisschen darauf achten, dass die Meldungen sind teilweise wortwörtlich identisch. So. Also Polizei geht gegen Regierungskritiker vor oder Polizei geht gegen gewalttätige Demonstranten vor. So. Also die Meldungen gleichen sich dann immer nur, dass sie halt ausgetauscht sind, je nach Land. Eigentlich muss man das Land gar nicht dazu sagen. Ja, bei Dissidenten ist immer China, bei Regierungskritikern ist es Russland, Oppositionelle Weißrussland, Demonstranten Deutschland. Aber hey, es gibt auch hier Fortschritt bei der Demokratie so und der Meinungsäußerung. Und zwar beim NATO-Gipfel wurde extra angesagt, dass man dieses Mal auf die Käfige von Heiligendamm verzichten möchte. So, ist das nicht großzügig? Ja. Und also das muss schon ein großes Entgegenkommen sein, wenn man sich so anguckt, wie so Politiker sonst so über die Menschen da draußen reden. Also zum Beispiel haben wir dieses schöne Angela Merkel-Zitat. Also man kann sich da also nicht drum kümmern. So. Und als Dankeschön dafür haben wir noch ein schönes Foto von ihr rausgesucht, von einem vergangenen Wahlkampf. Da ist jemand, der Photoshop ausgerutscht. Und interessanterweise wird ja eben die Politik danach ausgerichtet, wie viele Leute denn auf der Straße stehen, wenn man sich mal die Sicherheitsgesetze und jetzt die neuen Gesetze dazu anguckt, was Menschen passiert, die sich nicht verhaften lassen wollen oder die auch einfach nur der Polizei einfach auf die Finger schauen wollen, die dann eben eine Anzeige wegen Widerstand reinbekommen. Das heißt, also die Gesetzeslage wird schon danach ausgerichtet, wie viele Leute auf der Straße sind. Und was wir da gerade sehen, diese Verschärfung dieser Demonstrationsgesetze und der Sicherheitsgesetze hat natürlich damit zu tun, dass die Zeiten härter werden und die Regierenden halt keinen Bock haben, sich vom Volk nerven zu lassen. Und ein weiteres Problem für so eine lupenreine Demokratie wie unsere ist natürlich auch das Wählen. Und nachdem die Sache mit den Wahlcomputern oder Wahlmaschinen jetzt nach hinten losgegangen ist, haben wir den nächsten Ansatz exklusiv gefunden. Genau, unsere Regierung informiert sich nämlich über Ersatz fürs Wahlvolk. Wenn man nicht die Wahlcomputer automatisieren kann, dann automatisiert man halt die Wähler. Also Gerüchten zufolge soll das irgendwie erstmal als Beta-Programm in der nächsten Bundesversammlung ausprobiert werden, damit es irgendwie nicht so ein Genave gibt bei der Wahl des nächsten Bundespräsidenten.
Wir sehen auch schon den letzten Kandidaten hinten grinsend. Ja, der Wulf, der hat uns ja auch dieses Jahr viel Freude bereitet. Zum einen mit seinem geringen Wahlerfolg. Das war schon die erste Freude. Also wir sehen zum einen, seine Frau muss das mit dem Winken noch ein bisschen üben. Also man achte auch auf die Gesichtsausdrücke des Personals im Hintergrund. So, machen wir jetzt was oder bleiben wir jetzt hier stehen? Oh, scheiße. Und sehr schön war die Geschichte, als Wulf dann in Russland war, dann hat er einen Besuch gemacht und war dann zu Besuch in der Provinz bei einem der örtlichen Gouverneure, der den lustigen Namen Dmitri Selenin trägt, was auf, also Selen heißt auf Russisch so Grünkram, Grünzeug, Salat. Und dort fand sich halt in seinem Salat eben dieser besagte Regenwurm, was dann auch noch getwittert wurde von dem entsprechenden Gouverneur. Und die Russen haben ja da so einen ganz eigenen Humor. Ihr erinnert euch bestimmt an die letzte Show oder vorletzte, wo wir es ein bisschen mit Putins Hunden hatten. Medvedev hat dann auch per Twitter diesem Gouverneur dann zum Geburtstag später gratuliert und meinte, ich wünsche Ihnen gut zu feiern und den ärgsten Hunger zu stillen. Und dass die wörtliche Übertragung aus dem Russischen lautete, ein Würmchen verhungern lassen. So, ja, wohl vor der Präsident, nachdem Köhler zurücktrat, so, das gab es dann auch schon eine Illustration dazu, die, was so viel. Aber wir sollten uns mal kurz daran erinnern, warum ist denn der Köhler eigentlich zurückgetreten? Ne? Und der ist zurückgetreten wegen eines Zitats, wo er im Wesentlichen die aktuelle Bundeswehrdoktrin beschrieben hat, nämlich, dass unsere Armee dafür da ist, dafür zu sorgen, dass wir fröhlich exportieren können, fröhlich Rohstoffe kriegen und irgendwie uns ansonsten alle in Ruhe lassen. Das wurde dann halt irgendwie entsprechend hochgebauscht. Von diesen fiesen Bloggern. Von diesen fiesen Bloggern, genau. Und bizarrerweise, nur wenig später. Das Memo ist irgendwie, hat nicht vollständig die Zirkulation beendet innerhalb der Regierung. Ja. Und zum Beispiel der Gutenberg hat es noch nicht gekriegt, der hat kurz darauf der Presse erklärt, die Aufgabe der Bundeswehr sei, die Handelswege zu schützen, was also eigentlich genau dasselbe ist, was der Köhler gesagt hat vor seinem Rücktritt. Ja, und offenbar fordert niemand deswegen seinen Rücktritt. So, also ich meine, gut, wie es weitergeht mit seinem Aufstieg, werden wir noch sehen. So, wir haben mal so ein bisschen geguckt. Uns ist das ja auch egal, warum die zurücktreten. Ja? Hauptsache, sie treten zurück. Also er scheint schon mal so ein bisschen zu üben und sich so an großen Vorbildern zu orientieren. Also bei den. Das ist gar nicht so einfach, schöne Bilder von dem Gutenberg zu finden, weil der immer so ein verstrahltes Lächeln hat und irgendwie selig in die Ferne grinst. Und, also ein schönes haben wir gefunden, ist hier. Aber man fragt sich ja schon, was tut denn die Bundeswehr da eigentlich in diesem Afghanistan? Also wir hatten ja, also Saurierjagen, vielleicht, keine Ahnung. Die Fleischversorgung Deutschlands wird am Hindukusch gesichert. Also wir haben da mal exklusiv Fotomaterial beschafft, was unsere Soldaten eigentlich tun in Afghanistan. Genau, also hier haben wir ein Bild aus dem Generalstab. Und ansonsten scheint es aber tatsächlich immer noch um die Drogenversorgung zu gehen. Also wir haben ja doch eine schöne Plantage und dann ein bisschen Spaß als Nikolaus scheint man da auch zu haben. Und ja, mit den Drogen. Es geht ja auch darum, unsere kulturellen Werte ins Ausland zu tragen, nicht wahr? So, dann muss man ja halt auch irgendwie die Geschenke durch die Gegend fahren oder so. Wenn man schon keinen Schlitten dafür hat. Sehr effiziente Zustellung. Ja, zu diesen Drogensachen in Afghanistan, warum wir da überhaupt verteidigen müssen. Da gibt es ja nun mehr und mehr Gegenwehr und da gibt es auch eine Strategie, was wir jetzt tun, wenn die Bundeswehr da vielleicht abgezogen werden soll. Und zwar gab es in Afghanistan traditionell, bis die Taliban kamen, eine riesige Schlafmohnanbau-Sache, die das Volk lebte im Wesentlichen davon, Schlafmohn anzubauen. Und das lief auch immer ganz gut, bis sie dann allein in Afghanistan irgendwie 130% des Weltbedarfs an Opium hatten.
und der Preis einfach ins Bodenlose stürzte. Und das geht natürlich für die CIA nicht, weil die finanziert ja ihre Black Budgets damit. Und da musste also eine Lösung her. Und die Lösung war dann, dass plötzlich und ohne dass irgendjemand wusste, kann mal jemand diesen scheiß Wecker ausstellen? Auftreten? Terror! Ja. Ist alles unter Kontrolle, genau, kein Grund zur Beunruhigung. Kein Grund zur Hysterie, wie unser Innenminister sagte. Grund zur Besorgnis, aber nicht zur Hysterie. Blinkt's auch rot? Scheißegal. Schön auf Nord. So, ihr sucht mal weiter. Wir erzählen mal weiter. Also, es gab eine riesige Übermenge an Opium, mehr als die Welt abgenommen hat, und aus der ist natürlich Heroin gefertigt worden. Ihr seht, wir haben professionelle Teams für alles, hier auch für Weckerentschärfung. Professionelle Sicherheitskräfte vor Ort. Was? Genau. Eine tickende Uhr. Ja, also zurück zu Afghanistan. Also erstmal, achtet mal oben links übrigens auf das Ressort, in dem diese Nachricht hier veröffentlicht wird. So, nachdem wir das geklärt haben, es gab also eine riesige Übermenge an Opium in Afghanistan, und das schlug sich natürlich auch in einer Übermenge an Heroin auf dem Markt wieder, und auch der Heroinpreis ist abgestürzt, und plötzlich hat irgendjemand den Heroinmarkt komplett leer gekauft und hat irgendwie in vierfache Jahresweltbedarfsmenge an Heroin gekauft, die war plötzlich weg. Und der Preis ging wieder nach oben, und da haben alle sich schon gewundert, was passiert denn jetzt. Und der nächste Schritt war eben das hier, dass dann plötzlich ein Pilz aus dem Nichts auftauchte und den Schlafmond angriff. Und naja, man kann jetzt lang spekulieren, aber die Opium- und Heroinpreise sind gerettet, und die CIA kann wieder Black Budgets finanzieren. Ja, die Sache mit der effizienten Polizeiarbeit bei der Drogenbekämpfung konnte man dann auch neulich in Brasilien beobachten, als sie da so ein paar... ...Favelas geräumt haben. Dabei wurden auch große Mengen Drogen sichergestellt, wie man sehen kann. Und ja, also wie man sehen kann, sind da doch große Fortschritte gemacht worden. Könnt ihr mal aufhören, hier mit irgendwelchen Bomben durch die Gegend zu laufen? Ups. Ja, eine sehr schöne Geschichte war dann noch Mexiko, ist ja auch ein großes Drogentransitland. Hier haben wir eine schöne Illustration dafür, wie da so das Kokain sich bewegt. Und irgendwann hat man dann, glaube ich, auch so als Präsident von USA Gnaden, wie der in Mexiko gerade, der Felipe Calderon, so ein bisschen die Schnauze voll davon. Und der hat dann mal so ein bisschen Klartext geredet und sagt so, also wir leben hier direkt neben dem weltgrößten Drogenkonsumenten und Waffenhändler. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Interessant war ja, es gab ja dieses Jahr in Kalifornien eine Gesetzesinitiative zur Legalisierung von Hanfprodukten. Und die ist ja durchgefallen, also die wurde nicht angenommen. Und die interessante Frage ist ja, warum wurde die denn nicht angenommen? Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und gefunden, dass da richtig große Mengen an Bargeld von Leuten, die da in großen Mengen Drogen anbauen und importieren, reingesteckt wurde, diese Initiative zum Scheitern zu bringen. Das heißt also, die Werbung, die gegen diese Initiative lief, kam halt von den Brauereien. Und von irgendwelchen komischen halbseitigen Initiativen, die halt am Ende, stellt sich raus, halt eben aus Drogengeldern finanziert wurden. Das heißt also, und von der National Rifle Association, spannenderweise. So, also dieser Zusammenhang ist also offensichtlich klar. Gut, aber jedenfalls, die Mexikaner sind überfordert mit dem Problem und kriegen den Drogenschmuggel nicht in den Griff und greifen da schon mal zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Also eine der Dinge war zum Beispiel, dass es mexikanische Polizeioffiziere gibt, die ja, sich irgendwie versuchen zu schützen. Und zwar durch zum Beispiel Voodoo. Wir haben das mal illustriert. Wir haben nichts gefunden mit
Hühnerschlachtung. Aber die, was sie halt versuchen, ist sich halt irgendwie mit irgendwelchen Voodoo-Ritualen und Hühnerblut und dergleichen Dingen vor den... Sich am Strand mit hühnergeschlachtetem Hühnerblut zu beschmieren, das ist schon relativ Verzweiflung, die das ausdrückt. Wenn man sich dann so die Meldungen anguckt, was da so abgeht, dann kann man es auch irgendwie verstehen. Also hier haben wir zum Beispiel eine Meldung aus Los Ramones, wo die gesamte Polizei einfach gekündigt hat, nachdem ihr Revier zusammengeschossen wurde. Ja, aber auch die Drogenhändler oder sonstigen Leute, die da unterwegs sind, haben natürlich eine innige Beziehung mit der Polizei. Also wir haben da zum Beispiel diese Meldung, da gab es dann halt einen Mordanschlag auf einer Geburtstagsparty und die Mörder, die da unterwegs waren... Die saßen schon im Knast. Die saßen schon im Knast, die hatten ein perfektes Alibi, nur dass der Knastdirektor sie rausgelassen hat, um eben diesen Anschlag zu begehen und diese Leute da umzubringen. Hat ihnen halt ein Auto und Waffen gegeben und hat gesagt, fahrt mal dahin und schießt alle tot und das haben die dann gemacht. Und dann sind die für mich überraschenderweise zurückgekommen und haben wieder im Knast... Es gibt halt Ehrlichkeit unter Kriminellen. Na, immerhin hatten sie dann ein Alibi, ne? Sie hatten ein Alibi, ja, das stimmt. Und was wir hier auf dem Bild sehen, ist ein mexikanischer Lokalheiliger, der Saint Death, der da mittlerweile ein relativ großes Anhängerpublikum hat. Und die Regierung versucht nun auch wie diesen Kult von diesem Heiligen zu unterdrücken, weil der halt primär halt von den Drogenjungs da verehrt wird. Also da gibt es halt auch noch echt viele Dimensionen dieses Konfliktes. Und so mit der Sicherheit von Gefängnissen. Das ist kontinentweit ein Problem. Da gibt es so verschiedene Methoden. Also wir haben hier zum Beispiel eine Illustration für eine Meldung aus einem Wachturm in einem argentinischen Gefängnis. Da sind halt zwei Leute über die Mauer gestiegen. Am Wachturm. Und da stellte sich dann raus, auf dem Wachturm war halt nur eine Puppe statt einem Wächter. Wir haben dann mal versucht, das so ein bisschen zu illustrieren, wie man sich das so vorzustellen hat. Ja, die müssen halt alle sparen. Ich meine, so ist das in der Rezession. Wir haben noch einen weiteren Preis für solche Dinge, und zwar den Walter Ulbricht-Preis für demokratisch legitimiertes Baumanagement. Der ein oder andere ahnt schon, was jetzt kommt. Also man hat ja nach dem Fall der Mauer, dachte man ja, naja, jetzt ist es vorbei mit irgendwie diesen Mauergeschichten so. Vielleicht irgendwie gibt es noch irgendwelche Leute in Nordkorea oder so, die da irgendwie Lust drauf haben, solche Mauern zu bauen, aber nein. Auch die Grenze zwischen den USA und Mexiko wird mittlerweile mit solchen Anlagen befestigt. Ja. Was wir da sehen, ist hinter diesem Jeep, der zieht Reifen hinter sich her, um einen Sandstreifen glatt zu ziehen, genau wie an der deutschen Mauer, damit man sieht, ob da jemand langgelaufen ist. Ne. Also es ist halt genau dieselben Methoden, genau dieselben Verfahren werden da eingesetzt. Also die Gerüchte, dass da DDR-Experten auch an dieser Grenze im Einsatz sind, waren bisher noch nicht zu widerlegen. Und dann haben wir noch die Verleihung des Preises genau für die demokratisch legitimierten Bauwerke. So, wir haben hier die verschiedenen Grenzbefestigungen im Osten. Und dann gab es da dieses Bild aus Stuttgart 21, wo irgendjemand offensichtlich überhaupt nicht nachgedacht hat, wie sowas aussieht, wenn man halt irgendwie so ein Stacheldraht um so einen Bauplatz aufbaut. Ja. Das war auch genau am richtigen Datum, ne? Das war ja der 3. November. Ja. Also Oktober. Oktober, ja, genau. So, also da hat irgendjemand ganz sicherlich sein ausreichend demokratisch legitimiertes Bauwerk nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja, ganz nah an. Kommt da nicht raus aus den Awards dieses Jahr? Wir haben noch einen Award, nämlich den Mielke Schilly Award für maximalen Realitätsabstand. Also Mielke sollte auch noch ein Begriff sein, ne? Schilly kennen auch noch alle. Gut. Also Schilly haben wir eigentlich nur wegen dem Foto da genommen, müssen wir ehrlich sein. So ein heißer Contender ist in jedem Fall irgendwie der Fokus, ne? Mit irgendwie dieser großartigen Titelseite. Also sie waren damit nicht allein so. Also auch die Zeit meinte, Deutschland steht vor der Vollbeschäftigung. Und da dachten wir uns auch natürlich, so, das können wir alle sehen. Ne? Also dachten wir uns auch so, hey, was die da rauchen, hey, davon würde ich auch mal was. Kann nicht so teuer sein, Journalisten verdienen ja nicht so viel. Aber obwohl, Forschungsinstitut Kiel Economics, vielleicht haben die doch besseres Zeug, könnte sein. So wirtschaftsnah und so.
Naja. Auch großartig war noch die Meldung, dass der Panzerhersteller Rheinmetall Agrarsubventionen kassiert. Die müssen halt auch sehen, wie sie über die Runden kommen. Ja, ich meine, wir erinnern uns dunkel beim letzten Panzerschmuggelskandal, die waren auch als landwirtschaftliche Geräte deklariert. Ne? Das ist also nicht, hat durchaus Tradition. Das ist nicht. Ja. Ja, und dann haben wir hier noch einen heißen Anwärter auf den Award, nämlich unseren Innenminister, der meinte zu seiner letzten Terrorwahl, nachdem ich die Warnung ausgesprochen hat, sich laut Umfragen ein deutscher Zahlbürger sicherer gefühlt als vorher. Und ist ein schöner Sieg über die psychologische Kriegsführung der Terroristen. Der Heiligenkranz da übrigens ist das Logo der Deutschen Polizeigewerkschaft. Nee, ich glaube, es ist die GDP, Gewerkschaft der Polizei. Na gut, die Gewerkschaft der Polizei von mir aus. Entschuldigung. Und wie man, was dann so passierte, wenig später, konnte man dann auch gut in den Nachrichten verfolgen, nämlich... Wie vollständig dieser Sieg über die Terrorpanik der Terroristen war. Da glaubten dann nämlich einige Passagiere in einem steckengebliebenen, eingestellten Zug, es handelt sich um einen Anschlag. Und mir wurde jetzt schon mehrfach berichtet von Leuten in Zügen, die hektische Flecken bekamen und kurz davor waren, den Schaffner zu rufen, weil jemand halt einen Koffer ins Abteil gestellt hat, sich kurz hingesetzt hat, seine Jacke angehängt hat und dann einfach mal was essen gegangen ist. So, was halt jeder tut so. Und dann so, Bombenpanik. Ja, ist halt, also... Ein schöner Sieg. Ein schöner Sieg. Ne? Also einen schönen Sieg hat auch die Deutsche Bahn auf jeden Fall davongetragen über ihr Verspätungsproblem. Aber auch die Deutsche Bahn kann nicht mithalten mit dem Gewinner des Awards für maximalen Realitätsabstand, nämlich George W. Bush, der in seinen Memoiren geschrieben hat, er sei ja von Anfang an gegen den Irakkrieg gewesen. Und niemand war schockierter als er, als dann keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden. Eine weitere Tradition, die wir haben, ist der Inspektor Clouseau Award für herausragende Polizeiarbeit. Und ein heißer Anwärter darauf ist auf jeden Fall sicherlich, sind die Air Marshals in den USA. Da stellte sich dann nämlich raus, dass signifikant mehr Air Marshals in den USA, also die Leute, die in den Flugzeugen sitzen und Polizei spielen, in Zivil festgenommen wurden wegen irgendwelchen Verstößen, als die wiederum an Leuten festgenommen haben wegen irgendwelchen Terrorismus. Und zwar so signifikant mehr. Und das sind auch keine Kleinigkeiten. Hier, wenn man das mal guckt, Human Trafficking Ring, das ist also Menschenhandel, ja, Menschenschmuggel. Auweia. Und Explosives from Afghanistan, also Bomben aus Afghanistan einführen, dann sollte man denken, eigentlich haben wir die Air Marshals, damit das nicht passiert. Ne? Naja. Ganz groß sind auch die Briten, die spielen ja gerade mit Drohnen. Wir haben da gerade mal eine schöne Illustration von so einer modernen britischen Drohne. Und das ist das Pressefotografie des Herstellers. Ja, so sieht das wirklich aus in den Broschüren von dem Hersteller. Das ist jetzt eine andere Drohne, aber wir haben das mal zusammengeführt. Genau. Und eingesetzt werden sollen solche Drohnen gegen sowas wie stehengebliebene Autos und zum Müllmanagement und Antisocial Driving und wildes Plakatieren und solche Sachen. Also all diese ganzen wichtigen Dinge, da wollen die Briten jetzt Drohnen einsetzen. Da muss man schon Militärdrohnen für einsetzen. Ja. Das kann eigentlich jeder nachvollziehen, oder? Also, ja. Mit diesen Drohnen ist eigentlich nicht so einfach, wie die Amerikaner neulich feststellten. Die haben da bei so einer Drohne, die mit so Hellfire-Raketen bestückt werden kann, die Steuersoftware für diese Drohne ist ja eine komplexe Angelegenheit, besteht aus vielen Komponenten. Und eine dieser Komponenten ist eben die Zielführung. Und naja, wir kennen es ja alle mit der Software, so mit den Deadlines ist ein bisschen schwierig und dann soll die eingesetzt werden und alles nicht so ganz einfach. Und da gab es offenbar so eine Firma, die diese Software hergestellt hat, die sich dachte, naja Gott, da sind Raketen drunter und dann will man ja vielleicht schon, dass die Software nicht so richtig scheiße ist. Dass die Genauigkeit so gewisse Anforderungen erfüllt. So, dass es so ungefähr passt so. Und die war aber so der Sub-Sub-Sub-Unternehmer in so einer ganz langen Kette. Und die sind halt schlicht nicht rechtzeitig fertig geworden. Und ihr
der Auftraggeber von ihm, der ans Hören der Kette war, hat dann gesagt, na Gott, egal, dann reverse-engineeren wir halt die Software von denen, die unfertige, und verkaufen sie halt. Und das haben sie dann getan. Und dann gab es da jetzt nur einen lustigen Fall, wo die Copyright-Klagen von dieser Firma gegen wiederum ihren Auftraggeber liefen und so. Dabei stellte sich dann raus, eben genau dieses Reverse-Engineering. Und der Effekt dieser Software war, dass die Drohnen eine Ungenauigkeit hatten, so von irgendwie weitaus mehr als 10 Metern, was irgendwie den Zielpunkt angeht. Also das nächste Haus, wenn wir von Afghanistan reden. Ja. Und die CIA hat es gewusst und es trotzdem eingesetzt, weil, hey, waren halt die Planvorgaben erfüllt. So langsam erinnert mich dieses ganze Ding immer so ein bisschen mehr also an sowas, was so zu sozialistischen Zeiten passierte. Ne? Also wo halt irgendwie man halt unter allen Umständen halt einfach die Planvorgaben eingesetzt hat. Und wenn es halt einfach nur so ein Hebel war, der dann halt als Roboter deklariert wurde oder solche Sachen. Ne? Naja, Details, Details. Details, genau, wo wir gerade bei Details sahen. Wie auch rauskam, das Visum des Unterhosenbombers, also von dem Typen, weswegen wir alle jetzt irgendwie durch die Nacktscanner müssen und Enhanced Pat-Down und diese ganzen Sachen, das war schon abgelaufen. Das heißt, der hätte eigentlich gar nicht fliegen können. Und der war auch schon auf diversen Watchlists und erst auf Weisung von oben, was auch immer oben in diesem Fall ist, konnte er überhaupt fliegen. So viel zum Thema, das sind ja alles reine Zufälle, nicht wahr? Das ist übrigens rausgekommen, weil die Presse beim Außenministerium angefragt hat, die für die Visumsvergabe zuständig sind. Und die haben gesagt, nee, also da sind wir jetzt nicht dran schuld. Ja. Die offizielle Begründung war, naja, die vom Geheimdienst kam, war so, naja, da gibt es noch so eine größere Ermittlung und wenn ihr jetzt dem das Visum nicht gibt, dann würde die gestört werden. So, ne? Ja, so. Ja, nicht nur im Ausland gibt es da Sachen, die erwähnenswert sind. Es gab auch in Niedersachsen, ist ja ein Land, was mir besonders nahe liegt, wegen des Innenministers, aber auch der Justizminister dort dreht gelegentlich frei. Und hier gab es zum Beispiel einen Fall, da hat der Justizminister von Niedersachsen gefordert, dass der Richtervorbehalt bei der Blutentnahme weg soll. Also der fordert, dass einfach Leuten auf der Straße auf Zuruf ohne Richter Blut entnommen werden kann. Und dieser Justizminister Busemann ist schon mal unangenehm aufgefallen, nämlich in der Diskussion um die Neuregelung der Haftentschädigung, also wenn man zu Unrecht in den Knast gewandert ist. Ne? Also man bekommt da sage und schreibe 25 Euro am Tag. Ne? Dafür, dass das lohnt sich. Ja. Und das fand er zu viel. Und über eine Erhöhung wollte er. Moment. Und er sagte? Über eine Erhöhung wollte er auch nicht diskutieren mit der Begründung, es darf keine Lizenz zum Geldabholen geben. Denn offensichtlich bereichern sich die Leute in Niedersachsen daran, dass sie zu Unrecht in den Knast geworfen werden. Also auch noch ein harter Anwärter auf den Klausurwort ist in jedem Fall die Polizeiinspektion Passau. Die hat eine Schießerei angeblich verpennt in ihrem eigenen Polizeirevier. Ja, also dass ein 27-jähriger Gewalttäter ist da reinmarschiert, hat einen Polizisten entwaffnet, den einzigen Polizisten, der wach war. Die anderen haben im Nebenraum geschlafen und naja, wir kennen das ja in Bayern und mit dem Liquid Feedback da und so weiter und so fort. Das kann dann schon mal ein bisschen tiefer sein, der Schlaf. Naja. Der Gewinner aber des Klausurwortes ist dieses Jahr auf jeden Fall die GSG 9. Die ist jetzt nicht eine Polizeieinheit im traditionellen Sinne, aber wir haben das mal. Das ist Bundespolizei. Zählt als Bundespolizei. Naja. Und zwar, die haben bei der Festnahme der Sauerland-sogenannten Terroristen, sind die über ihre Dienstbekleidung gestolpert. Wir haben das hier mal ein bisschen illustriert, so wie man sich das so vorzustellen hat. So. Und wir sehen halt da, also das Gebüsch da ist ein Scharfschütze. Also einer der Terroristen ist davongelaufen und über einen Zaun gehüpft. Und die GSG 9 konnte ihm nicht folgen, weil ihre Rüstung zu schwer war. Also wir hatten ja schon spekuliert, dass sie irgendwie das Einsatzbriefing falsch war und sie halt irgendwie die ganz falsche Einsatzausrüstung anhatten. Und dann haben wir aus internen Quellen haben wir noch ein Bild von der zukünftigen Einsatzausrüstung bekommen, von der GSG noch. Wir haben ja überhaupt so ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei und
Eine der Sachen, um die wir da uns seit längerem bemühen, ist, dass Polizisten ausgezeichnet werden sollen mit einer Nummer, damit man, wenn man verprügelt wird, immerhin im Nachhinein vor Gericht sagen kann, wer einen da gerade verprügelt hat. Und der Kampf war eigentlich hauptsächlich, lief ja nicht sonderlich gut bis auf Berlin. Da ist nämlich jetzt doch erlassen worden, dass die Polizei ausgezeichnet werden muss. Wie gut das funktioniert. Wie gut das in der Praxis funktioniert, kann man ganz gut an diesem Beispiel sehen. Das ist noch keine Polizistenauszeichnung, sondern das ist die Auszeichnung des Polizistentrupps. Also da kann man auch nicht mal sagen, welcher Polizist es war. Aber achtet mal auf die Zahlen und da wird euch auffallen, nicht mal das funktioniert. Also besonders toll waren dann irgendwie die Ausreden, wieso sie gegen, also die, insbesondere der Gewerkschaft der Polizei, was sie so haben an Argumenten gegen Kennzeichnung. Da war sowas wie, man könnte das ja falsch ablesen. So, und besonders geil war, aber Polizeibeamte handeln doch immer nach Recht und Gesetz. Da konnte man da nicht mehr so viel sagen. Die Titanic hatte auch einen wirklich großartigen Vorschlag. Also wir werden dann in einem Jahr berichten, wie sich das so durchsetzt. Also momentan gab es so noch so Fälle, wo eine Identifikation dann halt irgendwie auch nicht so richtig notwendig war. Rettungssanitäter, ich hoffe, ihr seht das. Ja. Das ist eine neue geheime Einsatzeinheit, die... Also das CERT hat auf jeden Fall schon gesagt, dass sie sich davon distanzieren insofern. Brauchen wir da keine Angst. Übrigens, solche freiwilligen Verbände der Polizei sind nicht betroffen von der Berliner Regelung. Also nur die Festangestellten und insofern kann man sicher dann denken, wen sie auf den Demonstrationen einsetzen werden. Also ein... Eine, ja genau, das macht auch nur Arbeit. Wir haben hier zu sparen. Völlig richtig. Ja, vielleicht ist es ja auch so dieser Effekt, so dieser, der so bei so Notfallmenschen eintritt, so wenn nichts zu tun ist, ne? Also es gibt ja noch einen Gegenansatz, wie man die Zusammentreffen zwischen Polizei und Demonstranten vermeiden oder verringern kann, nämlich indem man einfach die Demonstrationen auf Gegenden beschränkt, in denen nicht viel droht. In den USA gibt es hier dieses Konzept der First Amendment Zone. Da macht man dann einfach so 20 Meilen von da, wo die eigentlich demonstrieren wollen, in einem öffentlichen Park, so eine Gegend, die man dann absperrt und sagt allen Demonstranten, na, ihr könnt doch da demonstrieren. Genau. Da sieht euch zwar die Presse nicht, aber ihr habt demonstriert und euer Recht wahrgenommen. Hier ist die Zone, wo ihr eure Grundrechte wahrnehmen könnt. Ne? Und dieses Konzept findet immer mehr Anwendung. Also in Toronto zum Beispiel beim G20 sah das dann so aus. Ne? Also da war das da halt die Zone, wo man demonstrieren konnte. Und man vergleiche mal, wie viele Polizisten gegen wie viele Demonstranten da sind. Und auch beim Castor wurde dann eine Artikel 8 Grundgesetzzone. Ja, und dementsprechend die Polizei ist natürlich auch immer sehr nah an der Polizei nach Stuttgart. Und auch die CDU möchte in Stuttgart schon Liquid Feedback einführen. Aber man sollte auch bedenken, es ist nicht so leicht, so ein Polizistenleben. Auch so ein Wasserwerferfahrer muss gelegentlich dann sich mal ein bisschen ausspannen und ein bisschen lesen. Und, weiß nicht, ob man das lesen kann, das ist das Thilo Sarrazin-Buch. Genau. Da ist ein bisschen und da passt dann mal wieder alles, ne? Ja, naja. Aber gelegentlich tauchen so Fotos in der Presse auf. Da kann man dann auch als geschulter Polizeisprecher nicht mehr so viel machen. Und mein persönlicher Favorit ist der folgende. Genau, wo man dann weiß, dass man als Polizeipressesprecher einfach echt verloren hat, ist, wenn solche Bilder kommen. Ne? Da kann man dann nicht. Oder kann man erklären, was man will, so, das ist einfach Ende. Mit dem Spin geht dann nicht mehr so viel. Also mein persönlicher Favorit von der Castor-Geschichte war ja dieses schöne Bild.
Wobei ja die allermeisten Menschen da den Kontext übersehen haben. Also es muss sich offensichtlich um Terroristen gehandelt haben. Weil kurz vorher hatte nämlich Osama Bin Laden gefordert, dass sich seine Anhänger der Landwirtschaft zuwenden sollen. Ackerbau und Landwirtschaft, und hat Viehzucht, Bin Laden genau. gesagt. Ja. Naja. Ackerbau und Viehzucht. Aber nun, an Merkwürdigkeiten im Mittleren Osten sind wir ein wenig gewöhnt, aber diese eine Meldung hier, die hat nun wirklich alles getoppt, und zwar... Naja, fast alles. Fast danach alles. Kommt noch eine. Na gut. Und zwar hat die Hamas gesagt, ja, also wir haben da eine Lieferung von libido-erhöhendem Kaugummi beschlagnahmt, die aus Israel in die besetzten Gebiete geschmuggelt werden sollte, um da die Menschen zu verwirren und abzulenken und irgendwie an andere Dinge denken zu lassen, als an den Kampf gegen den bösen Feind. Kaputt zu machen. Die Jugend wird kaputt gemacht. Genau. Und man beachte diese schöne Aufmachung oben links. Und auch großartig war die Meldung von nebenan aus Ägypten, wo es... Also eigentlich haben wir die Meldung gar nicht mitgekriegt, sondern nur das Dementi. Denn der Mossad, der israelische Geheimdienst, hat nämlich dementiert, dass er hinter den Haiangriffen in Ägypten steckt. Aber wir haben ein Exklusivfoto von so einem Mossad-Kampfhai beim Training gefunden. Also, was da wirklich passiert ist, da hat ein Viehtransporter aus Australien, der irgendwie Schafe zum Opfer festbrachte, die auf dem Transport verendeten Kadaver ins Meer gekippt, deswegen gab es da mehr Haie. Aber ob der Mossad nicht doch einen Finger im Spiel natürlich, hatte, nicht, natürlich. Nicht zu dementieren. Nicht wahr? Der Mossad. Ja. Mit den Geheimdiensten ist es immer so ein bisschen schwierig mit der Koordinierung so zwischen der CIA und dem pakistanischen Geheimdienst. So ein bisschen. Aber jedenfalls haben die da neulich so einen Taliban-Häuptling verhaftet. Und dann ging es so hin und her, so wie ist denn jetzt eigentlich festgenommen worden in irgendwie so einer fetten Kommandoaktion. Und dann stellte sich raus, naja, der hat Friedensverhandlungen geführt ohne Absprache mit dem pakistanischen Geheimdienst. Hat er halt mit der afghanischen Regierung über Frieden verhandelt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Die afghanische Regierung nämlich... und insbesondere die Mächte, die sie unterstützen, verhandeln lieber mit Hochstaplern. Also wir haben da so einen schönen Fall gefunden, wo ein... Die haben monatelang mit einem Taliban verhandelt, der sich dann als Hochstapler rausstellte. Und echt viel Geld dabei gelassen. Der hat wirklich Geld damit verdient, also so amtlich, und stellte sich dann raus als so ein Ladenbesitzer irgendwo. Und der hat sich halt gedacht, hoch, das läuft doch gut, das mache ich noch ein bisschen weiter. Also man muss dazu manchmal ein bisschen tiefer in die Archive gehen, um festzustellen, wie das diesen Politikern dann so geht. Wie so die Entscheidungsfindung in Geheimdiensten funktioniert. Wir haben da mal ein exklusives Bild. Genau, da haben wir halt den Präsidenten. Das ist der ehemalige CIA-Direktor George Tenet unter Bush eingesetzt. Der sich ja offenbar ganz klar auszudrücken vermag. Und apropos halt so Fehlschläge von PA und Geheimdiensten, da gab es auch ein schönes Beispiel gerade jetzt im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Hier haben wir ein Bild des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, der in einem Haus auf der Insel, die von den Nordkoreanern beschossen wurde, steht und sagt, ja, und hier haben wir diese ganz gefährlichen Granaten in der Hand, die irgendwie von den Koreanern abgeschossen wurden. Und wenn man dann so ein bisschen ranzoomt, stellt man fest, es handelt sich um Thermosflaschen. Und das war ihm dann hinterher natürlich sehr peinlich, aber die Meldung war in der Welt. Aber das können wir auch in Deutschland. Ne? Das also passiert nicht nur in Korea, sowas. Auch auf dem Flughafen Hannover wurde... Hat sich eine Artilleriegranate als Thermosflasche herausgestellt. Mit großem Aufwand wurde sie entschärft, genau. In Südkorea, muss man wissen, gibt es halt... also sehr schön fand ich die Sache mit der undefinierbaren Flüssigkeit. Eine nicht näher bestimmte Flüssigkeit, genau. In Südkorea gibt es ja auch ein Parlament und eine Demokratie, und die zeichnet sich durch ein bisschen mehr Action aus als hier. Also wir haben hier mal eine schöne Bilderserie von die Opposition versucht, in ein Komitee zu gelangen, wo die Regierungsparteien sich verbarrikadiert haben. Also geht halt relativ harmlos los, so dann... wird es schon ein bisschen sportlicher so. Sie versuchen da halt reinzugelangen. So. Dann haben sie irgendwie Werkzeug gefunden. Also die Opposition versucht reinzukommen. Dann, die haben überraschend stabile Türen, da muss man konstatieren. So, dann haben sie es irgendwie geschafft. Aber dann setzt sich die Regierungspartei zur Wehr mit Hilfe eines Feuerlöschers. Auf der Gegenseite gab es Feuerlöscher. Feuerlöscher.
Und so ein paar Kilometer weiter dachte sich jemand, boah, diese Demokratie ist echt eine tolle Sache, nicht wahr? Ja, Kim ist ja wie, durchaus noch einer von den farbenfroheren Diktatoren auf diesem Planeten. Ist halt, also, es tun nur mal die Leute leid, die da irgendwie drunter leiden müssen unter seinen Merkwürdigkeiten da. Also, zum Beispiel war, als dann dieser Konflikt da mit Südkorea gerade war und sie sich da gegenseitig mit Artilleriegranaten beschossen haben, hat er irgendwie, dachte sich, was machen wir denn heute? Heute gehen wir mal eine Fabrik für Sojasauce besichtigen. So. Und der ist ja so in der Tradition seines Vaters, der halt irgendwie ein großer Held war da und immer alles besser wusste. Und offensichtlich scheint er auch hier wichtige Hinweise für die Aufrechterhaltung der Sojasoßenproduktion unter Krisenbedingungen zu geben. Das schraubt man halt so rum auf. Aber der hat nicht nur Sojasoßenfabriken besichtigt, sondern auch bei anderen Lebenslagen. Hat dann auch in der Kantine vorbeigeguckt, so weil inspiziert. Und die haben ja nun dann ein ernsthaftes Lebensmittelproblem in Nordkorea. Da verhungern tatsächlich regelmäßig Leute, weil die halt einfach nicht genug zu essen haben, beziehungsweise mit Geld ins Atomprogramm gesteckt wird oder sonst wo verschwindet. Und mit dem Geld ist halt schwierig. Also dachte sich der Kim, hey, da sind alle gerade sowieso dabei. Also wer hat denn gerade Geld? Genau. Also die Amis! So, und so 75 Trillionen klingt doch irgendwie wie eine super, super Hausnummer, kann man doch irgendwie erstmal verlangen. So, ne? Und da dachte man so, irgendwie erinnert er uns an irgendwen. An wen erinnert es denn so? Und so? Hat eine Weile gedauert und dann. Diktator mit. Es gab doch da diesen Film. Genau, mit Trillionen und Trilliarden. Und es stellt sich raus, das ist nicht die einzige Parallele. Genau, weil sein Sohn und so, Diktatoren und ihre Söhne scheint sowieso ein schwieriges Verhältnis zu sein. Da gibt es noch so einen, der sich durch gewisse Farbenfrohheit auszeichnet. Das ist einer unserer Lieblinge, nämlich der Herr Gaddafi, dessen Sohn in der Schweiz irgendwie seine Dienstmädchen irgendwie zusammengeschlagen hatte, deswegen verhaftet wurde und dessen Steckbrief an eine Schweizer Zeitung geleakt wurde, woraufhin Gaddafi der Schweiz erstmal den Heiligen Krieg erklärt hat und meinte irgendwie, die ungläubige und abtrünnige Schweiz, ihre Häuser müssen, ihnen muss mit allen Mitteln der Dschihad erklärt werden und jeder Muslim, der mit der Schweiz Geschäfte mache, sei ein Ungläubiger, der sich gegen den Islam stelle. Und er hat auch einen Vorschlag gemacht, was man denn mit der Schweiz macht, wenn man sie zerschlagen hat. Die armen Österreicher gehen leer aus. Ja, aber die Schweizer sind natürlich auch nicht doof, ne? Und hatten dann gleich mal einen Gegenvorschlag, nämlich erstmal die Schweiz ein bisschen vergrößern. Und dann klärte sich plötzlich wieder ein Mysterium, nämlich warum bei der Bundeswehrreform die Gebirgsjäger nicht zusammengestrichen werden sollen. Da gibt es offensichtlich dann doch noch eine Bedrohung. Brauchen wir noch. Eine Bedrohung im Süden, gegen die man sich irgendwie ein wenig wehren muss. Wo wir gerade in der Schweiz waren. Genau. Die haben es ja mit dem Wählen da auch so ein bisschen. Also da gab es eine Internetwahl in irgendeiner Stadt. Und da gab es den. Da gab es die Wahl zwischen einem Kandidaten. Also man kann da normalerweise auf den Wahlzettel auch noch andere Kandidaten eintragen. Aber das haben sie in Software nicht geschafft. Und als sie dann von der Presse darauf angesprochen wurden, meinten sie, wer andere Personen wählen wolle, kann immer noch zur Papierversion greifen. Super. Ja, die Schweiz ist dann manchmal auch ein bisschen trauriger. Da gab es dann aus der Reihe, die wir auch immer gerne führen, klare Fälle von Selbstmorden. Dann gab es hier einen völlig unzusammenhängenden, also mit seiner Tätigkeit als Informant und Überreicher von Schweizer Steuerdaten an deutsche Behörden, völlig unzusammenhängenden Selbstmord. In der Untersuchungshaft in der Schweiz. In der Untersuchungshaft, also völlig klarer Fall von Selbstmord, gab es also gar keinen Zweifel dran. Auch die in Guantanamo umgekommenen Häftlinge waren auch völlig klare Fälle von Selbstmord, die also mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen mit irgendwie Lumpen in die Kehle gestopft und einer Maske vorm Gesicht aufgehängt wurden. Also klingt also völlig
Und zwar mehrere Synchronen in Zellen, die sich nicht sehen konnten, gegenseitig zur gleichen Zeit aufgehängt. Völlig klar. Klarer Fall von Selbstmord. Fälle von Selbstmord. So. Also auch so ein klarer Fall von Selbstmord war dieser Analyst des britischen Abhörgeheimdienstes GCHQ. Der wurde in seiner Londoner Wohnung erstochen in einer Sporttasche gefunden. Und der Moment. Und der Schlüssel für den Verschluss lag unter der Tasche. Der schlimmste Fall von Selbstmord, den wir je gesehen haben. Ja, und dann gab es auch noch so einen stellvertretenden russischen Militärgeheimdienstchef, der ist einem Badeunfall zum Opfer gefallen. Und in der Türkei angespült worden. Die Polen haben gerüchtet, dass er gebarschelt wurde und dann ins Meer geworfen, also in einer Badewanne umgebracht. Aber das sind natürlich alles Gerüchte, zu sagen. Ja, dann gab es noch diesen Gazprom-Analysten, der mit einem Knebel im Mund sich in seinem von verschlossenen, gepanzerten Fahrzeug erschossen hat. Mit einer vergoldeten Pistole, die ihm als Staatsgeschenk übergeben wurde vom Präsidenten von Kasachstan. Also völliger klarer Fall von Selbstmord. Der hatte auch nur ein paar kleine Probleme in dem Konzern und ein bisschen Stress oder so. Aber meine auch so, man muss bedenken, halt so bei den Geheimdiensten natürlich immer ein bisschen schwierig, so auch die Mittel werden knapp und so, und deswegen. Wir müssen alle sparen und das Polonium kostet ja Geld. Genau. Deswegen sind die jetzt übergegangen zu Quecksilber. Also gibt es gerade hier einen Fall, dass in Berlin dann Dissidenten, ihr paar ehemalige russische Geheimagenten haben halt völlig utopische Quecksilberwerte im Blut. Zum Glück sind die gerade in ärztlicher Behandlung. Hoffen wir mal, dass sie es schaffen. Und als Illustration haben wir dazu nochmal eine beliebte Quecksilberquelle im Haushalt gewählt, nämlich eine Energiesparlampe. Dann gab es noch diesen Fall in Weißrussland. Ja, da ist ein Oppositionsaktivist, ein Webaktivist, neue Medienaktivist, hieß es in der Meldung, erhängt, aufgefunden worden. Natürlich hat sein Umfeld sofort gesagt, nein, er wird sich nicht erhängen. Aber was ich bemerkenswert fand an der Meldung, das einzige Foto, was sie von dem gefunden haben, ist, wie er gerade verhaftet wird. So, das ist ja eine traurige oppositionelle Karriere eigentlich, oder? Naja. Ja, dann haben wir mal wieder ein Award, nämlich den Sherlock Holmes Award für außergewöhnliche Einsichten. Da haben wir als ersten Kandidaten einen sehr schönen Bericht der OECD, nämlich Deutschland ist ein wichtiges Geldwäscheland. Nein! Frage, wer von euch hatte schon mal einen 500-Euro-Schein in der Hand? Okay. Aber was für Leute haben wir denn hier im Publikum? Das ist ja nicht zu fassen. Drogendealer hier. Selbstgedruckt, okay. Nehmen alles zurück. Ja, davon gibt es genauso viele wie von den Hundertern. Unglaublich. Auch die deutsche Reifenindustrie hat irgendwie echt bahnbrechende Erkenntnisse zu vermelden. Nämlich, naja, also wir haben jetzt zwar dieses schöne Gesetz irgendwie für die Winterreifenpflicht, aber Mumble, wir haben da so ein paar Schwierigkeiten. Ein harter Winter. Der Winter war hart und dann gab es noch diese Abwrackprämie und niemand konnte vorhersehen, dass der nächste Winter wieder hart wird. Überraschend hohe Nachfrage im Winter, da konnte niemand mit rechnen. Ja, also völlig überraschend so. Und dann haben wir wieder noch einen schönen Fall aus der WikiLeaks Cable-Serie. Unser Außenminister war nämlich ja in China und wie wir dann aus den Cables erfahren haben, was sie dann wiederum an die Ami-Botschaft gemeldet haben, da ging es dann um Sanktionen gegen den Iran und da meinte er so, also wir haben da nicht wirklich irgendwie entgegenkommen gesehen bei China, die wollten also irgendwie mit Iran-Sanktionen nicht so richtig viel zu tun haben. Ist der größte Kunde für Erdöl aus dem Iran, ist China. Ja. So, warum die jetzt ihr Erdöl lieber gar nicht kaufen sollen, hat sich da wohl auch keiner vorher überlegt. Also man sieht jedenfalls, Herr Westerwelle war überrascht. Also man beachte auch den tollen Gesichtsausdruck des chinesischen Ministerpräsidenten. Der scheint auch mit Herrn Westerwelle viel Spaß zu haben. Und die Amis sind auch immer so ein bisschen verblüfft, glaube ich, über ihn. Also über Westerwelle jetzt. Über Westerwelle, weil also zum Beispiel fragten sich halt immer so, wo kriegt denn der eigentlich seine Policy Directions her, also die Linie seiner Politik. Und zwar stellten sich offenbar Mitarbeiter des Ministeriums diese Frage und wir haben dann halt mal versucht, eine Illustration zu finden dafür.
Ja, und den Sherlock Holmes Award für außergewöhnliche Einsichten kriegt dieses Jahr die EU-Kommissarin Vivian Reding, die plötzlich feststellte in den Verhandlungen mit den USA über Datenschutz, die wollen ja eigentlich nur unsere Daten, die wollen ja gar nicht mehr Datenschutz. Das muss irgendwie. Da konnte auch niemand mit rechnen. Völlig. Völlig unerwartet und überraschend. Also interessant ist also, wenn die Frau wütend ist, da kann tatsächlich mal was passieren. Die ist immerhin diejenige gewesen, die die Roaming-Gebühren gekillt hat, nachdem sie persönlich davon betroffen war. Insofern gibt es da Hoffnung. Naja, wie gut die Amis halt auf ihre Daten so aufpassen können, haben wir ja dann auch gesehen, nachdem rauskam, dass Clinton mal die Nuclear Launch Codes, also die Codes zum Starten von Atomraketen, verbummelt hatte. Die waren irgendwie weg. Für ein paar Monate am Stück. So, also jetzt nicht mal so kurz verlegt und keiner weiß, wo sie sind, sondern die waren so ein paar Monate weg. Und irgendwie, und erst nachdem die zuständige Behörde dann mal gedrängt gesagt hat, ey, wo sind denn die jetzt? Man, naja. Als die Neuen kamen, ja, wollten sie die Alten haben zum Vernichten. Und dann meinte der Typ, ja, also, ehrlich gesagt. Wir müssten da, glaube ich, mal was bereden. Naja, Nuclear Launch Codes, wo mussten wir daran denken? Wahrscheinlich dasselbe wie ihr. Ja, genau, also bei Nuclear Launch Codes fällt uns natürlich sofort irgendwie dieses. Und da mussten wir dann eigentlich schon so ein bisschen schlucken, als wir dann so ein bisschen in den Bildern weiterscrollten und irgendwie dieses hier sahen. Ne? Tja, also die fangen da schon früh an mit der Ausbildung. So, der letzte Award. Genau. Dieses Jahr ist der Balls of Steel Award. Also da gab es so einige Kandidaten. So, da war zum Beispiel dieser Fußballfan, der vor holländischen Fußballfans. Dann gab es diesen einsamen Dissidenten in Teheran, der bei einem Besuch von Ahmadinejad an der Universität dieses Plakat hochhielt mit einer Übersetzung, wir haben sie nur aus dem Internet, der meinte irgendwie, also der Präsident hätte doch mit Polytechnik nicht so viel am Hut. Und sei im Übrigen ein Faschist. Genau. Also wir wissen nicht, ob die Übersetzung stimmt. Definitiv irgendwie heiße Kandidaten waren die Abseiler von der Brücke, die den Castor so lange aufgehalten haben. Auf dem linken Bild. Auf dem linken Bild sieht man ganz gut, wie hoch diese Brücke ist. Ja. Und dann gab es noch gut, der Fall war so ein bisschen merkwürdig. Genau. Selbst für unsere Verhältnisse. Da hat ein Also da sieht man mal, zu was Kürzungen im Gesundheitswesen führen. Ja, wir müssen ein bisschen schnell machen, wir haben schon überzogen. Also der nächste Fall, den listen wir auf, obwohl der eigentlich nicht viel zu befürchten hat, weil es nämlich ein Diplomat ist und mehr als ein Extended Pet Town können sie da eigentlich nicht machen. Aber es war ein Diplomat aus Katar, der ist in seinem Flugzeug, wollte der halt eine rauchen, ist aufs Bordklo gegangen, hat sich da eine Zigarette angezündet und da geht natürlich in Flugzeugen heutzutage der Alarm los und der führte dann dazu, dass da sogar die Abfangjäger starteten, um das Flugzeug in Sicherheit zu bringen. Und als sie ihn dann zur Rede stellten, meinte er, ach, er habe ja nur versucht, sich seine Schuhe anzuzünden. Haben so einen eigenen Humor in Katar. Ja, dann haben wir noch diesen.
Jahren definitiv ein heißer Anwärter ist, namens Captain Bethune, der wurde voriges Jahr überfahren von einem japanischen Walfänger mit seinem Schnellboot, für die Organisation Sea Shepherd unterwegs war. Das sieht man hier, wie dieses Boot da gerade zerstört wird. Und der hat sich dann eine Weile später von einem anderen Boot in die Nähe dieses Schiffes bringen lassen, hat sich dann da die Bordwand hochgeklettert, hat sich auf der Brücke versteckt, um dann im richtigen Moment, also ohne dass sie es bemerkt haben, denen eine Rechnung und einen Haftbefehl zu präsentieren auf dem japanischen Walfänger für sein zerstörtes Boot. Dann haben wir noch einen Kandidaten, den wir leider disqualifizieren mussten, weil es sonst irgendwie Missverständnisse geben könnte. Den lassen es wir ist nicht so raus. Gut, da einen Balls of Steel Award zu vergeben. Das könnte missverstanden werden, deswegen. Eine ehrenhafte Erwähnung kriegt auf jeden Fall Greenpeace für die Nummer mit dem Bierlaster. Also die haben einen Bierlaster. Man muss dazu sagen, dass die Polizeilogistik an der Stelle ausbaufähig war. Das heißt, die haben da gehungert und gedürstet und dann kommt da ein Bierlaster an und dann lässt man den halt durch. So. Ja, und der Gewinner des Balls of Steel Award ist ein unbekannter Hacker, der auf 170 Minaretten in der Türkei, an der Schwarzmeerküste, den zentralen Gebetsfunk gehackt hat. Moment. Und darauf Musik gespielt hat von C.G. Müren, einem schwulen türkischen Sänger, der immer gerne in Frauenkleidern auftrat. Und wir haben dann dazu mal einen Experten befragt. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, aber...